Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2. Heute mal mit den Schwertransporten, mit den Special Transport DLC. Wir sollen jetzt hier hinten in die Fabrik fahren. Jetzt haben wir hier grün, können wir gleich rüberfahren. Und dann gucken mal, wie das jetzt funktioniert. Ich habe da jetzt noch gar nichts ausprobiert. Probieren das jetzt einfach mal. Ich habe jetzt halt hier bei den Aufträgen, bei den Frachtmärkten nach Gewicht der Ladung sortiert. Und dann seht ihr hier zum Beispiel, diese Zeichen sind halt die Schwertransporte. Hier ist zum Beispiel Berlin, Glasgow oder Bratislava. Wir wollen heute mal Bratislava. Und die Tour geht dann bis nach Graz, also in Österreich. Ja, und ansonsten gibt es hier noch, gucken wir mal gleich in dem E-Mail, habt ihr jetzt so eine E-Mail bekommen, Spezialtransporte. Hier steht jetzt drin, in welchen Städten quasi die Schwertransporte sind. Also einmal Košice, Linköping, Nantes, Luxemburg, Olsztyn, Stavanger, Sheffield, Berlin, Reims, Dresden, Dortmund, Prag, Glasgow, München, Bratislava, Köln und Brüssel. Und da müsst ihr quasi euch dann die Aufträge raussuchen. Es sind nicht immer alle verfügbar. So, hier müssen wir rein. Oha, oha, oha. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Schauen wir mal. Wir fahren das hier mit unserem Scania, mit dem 730 PS. So, hier müssen wir den Auftrag annehmen, ne? Ich glaube, jetzt kommt hier auch gleich so eine Videosequenz, glaube ich. Bratislava nach Graz gibt sogar zwei. Einmal 44 Tonnen, aber wir wollen hier die 70 Tonnen nehmen. Nehmen wir mal den Auftrag an. Jetzt seht ihr hier mein Fahrzeug, 730 PS und wie das jetzt funktioniert, Steigung, Gefälle und sowas alles, Standardgut, müssen wir mal schauen. So, machen wir Navi-Ziel, nächste Werkstatt, machen wir fortfahren. Jetzt kommt, glaube ich, die Zwischensequenz. Oh, bei Regen sogar. Oha. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich muss jetzt erstmal alles sicher auf meinen Anhänger gebracht werden, alles überprüft werden hier. Na, ja, das wird jetzt richtig krass. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank auch an SCS. Wirklich ein super DLC hier. Lassen wir uns mal jetzt ein bisschen überzeugen. Oh, jetzt geht's los. Besondere Aufmerksamkeit ist zu richten auf. Vorderes Begleitfahrzeug wartet, bis die vorhergesehene Spur frei ist und wechselt dann ebenfalls die Spur. Okay. Das Manöver geht vom hinteren Begleitfahrzeug aus, das auf die vorgesehene Spur wechselt und sie blockiert. Oha, was machen wir denn? Ach, jetzt müssen wir das hier selber. Das ist sicher für dich, auf die vorgesehene Spur zu wechseln. Okay. Ach Gott. Jetzt müssen wir nochmal durchlesen. Das Manöver geht vom hinteren. Okay, dann zum vorderen und dann müssen wir rüber. Ah, wenn beide drüben sind, müssen wir rüber. Vermeide jeglichen denkbaren Konflikt mit dem Begleitfahrzeug und halte die Fracht zwischen ihnen. So, da bin ich wieder. So, weiche nicht von der geplanten Route ab und suche keinesfalls Tankstellen, Rastplätze oder ähnliches auf. Beachte die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die durch das vordere Begleitfahrzeug sichergestellt werden. Achte auf überholenden Verkehr, Spurwechselmanöver. So, dann legen wir mal los. So, dann schauen wir mal. Wir geben jetzt erstmal Gas, würde ich sagen. Oha, oha, oha. Jetzt müssen wir erstmal, muss ich mir das Ganze erstmal angucken hier. Ich würde sagen, wir fahren erstmal vor, oder? Oh, 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 oh. Ach Gott, ich komme mal gar nicht. Ach so, die Bremse ist noch. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, ich komme mal gar nicht vorwärts hier. So, wo müssen wir jetzt lang? Nach rechts. Wir müssen jetzt nach rechts bremsen. Also ich glaube, blinken und so brauchen wir jetzt ja auch nicht. Brauchen wir alles nicht machen hier. Oh Gott, jetzt muss ich hier um die Kurve rum. Ich hoffe, ich komme jetzt hier einfach rum. Ich sehe das jetzt gar nicht. Kommt er da irgendwo gegen? Nee, ne? Hier auch nicht, ne? Ne, der kommt rum. Ich glaube, die hinteren Räder, die lenken ja auch mit. Jetzt müssen wir auf der Spur bleiben, wo immer die Begleitfahrzeuge sind. Wie schnell dürfen wir fahren? 60? Ne, wir dürfen eh, glaube ich, nicht alt. Ach doch, 60 ist maximal. Oder müssen wir uns hier überhaupt an die Geschwindigkeitsbegrenzung machen? Ich fahre einfach so schnell wie der vor mir hier.
Hier fahren wir geradeaus rüber. Ich bleibe immer bei den Begleitfahrzeugen, denke ich. Oh, 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 oh. Was ist das hier? Ach Gott. Alter Schwede. Ich fahre mal ein bisschen mehr, glaube ich, in der Mitte. Der muss stehen bleiben. Oh, ich muss jetzt genau links und rechts. Oh, 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 oh. Der berührt doch, oder? Nee. Alter Schwede. Da muss man richtig vorsichtig sein jetzt hier. Oh, 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 oh. Ich fahre mal ein bisschen, glaube ich, mehr so. Nicht so dicht am Rand hier. Ich versuche mal die Geschwindigkeit beizubehalten hier, wie das Fahrzeug hier vor uns fährt. Mal Tempomat reingemacht. Haben wir die Spiegel jetzt so ein bisschen beobachten. Oh Gott, der wäre beinahe, den hätte ich beinahe mitgenommen. Ich will jetzt mit der Leitplanke wieder aufpassen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Wie viele Kilometer haben wir jetzt? 202 Kilometer. Ich sehe das hintere Fahrzeug auch gar nicht. Oha, hier ist alles abgesperrt. Polizia. So, der muss jetzt warten hier, oder? Den nehmen wir sonst mit, ja. Oh, oh, jetzt haben wir schon ein Schild mitgenommen. Planken haben wir auch mitgenommen. Oha. Deswegen, ich darf hier nicht zu weit rechts rüber, sonst nehme ich hier alles mit. Jetzt kommt hier gleich eine scharfe Kurve. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt kommt er hier von vorne. So aufpassen hier. Ach Gott. Ist auch alles abgesperrt. Ich fahre mir so meine 40 km/h. Ich glaube schneller, weil der vor mir fährt auch nicht. Wenn ich jetzt Gas gebe, fährt er dann schneller. Ja, gibt er auch Gas, ne? So, jetzt müssen wir hier die Kurve nehmen. Jetzt wird's gefährlich. Ich bremse mal lieber ab. Jetzt von rechts, von rechts, von rechts. Oh Gott, jetzt müssen wir hier auch noch. Ach Gott, ach Gott. Oh, 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 oh. Oh Gott, jetzt hängen wir da, glaube ich, fest, wa? Den einen Planken nehmen wir mal mit hier. Den einen Boller hier. So, weiter geht's. Oh Gott. Ich denke mal, ich ramme da in die Leitplanke rein. Hier ist noch mehr Polizei. Oh, oh, oh. Gucken wir das mal von oben an. Dann fahren wir mal ein bisschen schneller. Jetzt gibt der da vor mir auch Gas, ne? Ja. Der gibt gleichzeitig Gas, das ist schon mal gut. Na, jetzt auf der Autobahn, da dürfte uns, glaube ich, jetzt keiner überholen. So 60 dürfen wir ja fahren. Bleiben wir mal bei 60. Fahren wir mal ein bisschen weiter rechts. Oh, ich weiß nicht, biegt der jetzt ab hier? Ne, bleiben wir auf der rechten Spur. Kilometer. Ich hoffe, ich muss hier nicht rückwärts einpacken damit. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man jetzt die Fracht hier abgibt. Polizia. Oh, 60 dürfen wir fahren. Oha, da schaukelt es einmal. Oha, da müssen wir abfahren. Oh. Jetzt müssen wir gleich abfahren. Das wird bestimmt lustig. Mit einer Spur hier. Ich glaube, wir haben hier noch Fernlicht an, ne? Ein normales Licht an.
So, jetzt kommt hier gleich die Kurve. Nach Graz. Jetzt wird's gleich lustig. Oh, Spurwechselmanöver steht bevor. Okay, wir gehen jetzt auf die linke Spur. Das. Geschwindigkeit anpassen. Spurwechselmanöver, was heißt das jetzt? Ich gehe jetzt nach rechts, genau. So, jetzt langsam fahren. Ja, muss man sich jetzt immer an die Regeln halten hier. Das wird halt hier nichts. Aber ich brauche Blinker, brauchen wir hier nicht. Ich glaube, wir haben noch nichts berührt bisher, ne? Also ich habe noch keinen Schaden hier. Ich weiß noch nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ja, bisher ist es noch sehr chillig. Aber ihr seht schon, wenn ich jetzt hier so ein bisschen direkt auf der Spur fahre, dann komme ich schon fast an die Leitplanke ran. Sprit brauchen wir uns ja auch keine Gedanken machen bei dem, bei der Fracht. Jetzt sind wir ein bisschen zu schnell. Langsamer fahren. Ja, hier kommt eigentlich so gut wie keiner mehr dran vorbei. Also, wenn ich jetzt mal links im Spiegel oben gucke, kannst du knicken, dass da einer vorbeikommt. Also, da versuchst du jetzt wirklich einer. Versucht einer vorbeizukommen. Ah! Der fährt ganz am Rand. Was ist denn los mit dir? Ja, Schaden. Fracht hat auch schon 1% Schaden. Auto hat 2%. Ich hab das gar nicht mitbekommen hier. Meine Fracht schon Schaden genommen hat. Ich bin doch mal irgendwo in der Leitplanke hängen geblieben. So, noch 121 Kilometer. Oh, 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 oh. Oh Gott, da versucht, glaube ich, gerade schon der Nächste. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter rechts fahren, aber ich habe immer Angst mit der Leitplanke hier. Da versucht, einen LKW zu überholen. Ah, alles klar. Ich kann aber nicht in die Leitplanke reinfahren, Junge. Musst du halt mal hinter mir bleiben. Es ist halt nun mal ein übergroßen Transport hier, auch links und rechts hängt das Ding ja hier raus. Da kann der nicht so weit rechts fahren hier. Aber naja, mal gucken. Ich versuche ja schon so weit rechts zu fahren wie möglich hier. Starken Regen hier. Jetzt versucht wieder einer zu überholen hier. Meine KI passt sich ja schon an, aber gerade wenn man so links und rechts so rausragt. Schon gleich nachher noch durch die Stadt. Hat auch schon gehört, dass die Transporte halt doppelt so viel Normal-XP geben, also dass ihr dadurch wirklich schneller aufsteigt. Und vom Geld her ist das, glaube ich, auch okay, aber das werden wir dann zum Ende nochmal sehen. Wie viel Kohle wir da jetzt für kriegen. Ich meine, doch, steht hier eigentlich auch, ne? Haben wir hier F6. 16.500 gibt das jetzt, ja. Oh, wir müssen ein bisschen nach rechts ausweichen.
Und da stand ja auch in der Beschreibung drin, keine Raststätten oder sonst irgendwas aufsuchen. Also schlafen kann man hier während so einem Transport nicht. Da gilt diese Ruhezeit nicht, die man einhalten muss. Da muss durchgefahren werden. Ist ja jetzt auch keine so lange Tour, also 200 Kilometer mit 60 km/h, wenn man das jetzt mal umrechnet. 60 km/h, also 200 durch 60, und so 3,5 Stunden, die man dann fährt. Ich denke mal, das kriegt ja jeder LKW-Fahrer hin. Schon langsamer, weniger geworden hier. Noch 55 Minuten Zeit, dann sollen wir da sein. Oder? Mal gerade, wann sollen wir da sein? Ach ne, Restzeit 9 Stunden noch, alles klar. Noch genügend Zeit. Genügend Zeit, das abzugeben. Ich kann auch mal ein Schwertransportlichter nochmal anmachen hier. Oh oh, jetzt wird's hier ein bisschen. Ah. Bloß keine Leitplanke berühren hier. 43 Kilometer, jetzt sollten wir nachher, glaube ich, langsam müssen wir, glaube ich, abbiegen. Machen wir so ein Stück geradeaus und dann, denke ich mal, müssen wir nachher abbiegen. Also ich guck mal, was wir nächstes Mal als Sperrtransport machen. Auf jeden Fall nicht irgendwie so ein Container hier oder deswegen, wir gucken mal, was haben wir jetzt geladen hier? Wärmetauscher, okay. Ja, wir gucken mal, ob wir das für nächstes Mal was optisch Schönes irgendwie kriegen. Wird sich bestimmt was finden lassen. Ja, wie gesagt, bei den externen Aufträgen sind diese Aufträge nicht drin. Die sind nur bei den Frachtmärkten drin. Vielleicht kommen die später nochmal zu den externen Aufträgen. Und die Städte, die jetzt angegeben sind, die werden auf jeden Fall noch erweitert. Sodass vielleicht auch mal in Italien oder Frankreich oder sonst wo in den neuen DLC-Gebieten, dass da auch nochmal Spezialtransporte sind. Also das wird auf jeden Fall erweitert. Da braucht ihr keine Angst haben. Stand auch in den Patch Notes drin. Scheibenwischer brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, Spurwechselmanöver. Wir müssen aber auf die rechte Spur jetzt, ne? Mal, ich muss die vorfahren lassen, ne? Ich wechsle einfach jetzt rüber, oder? Bleib jetzt hier mal auf der rechten Spur. Ja, wir müssen hier abfahren. Hier ist jetzt die Abfahrt, ja. Hier geht es eh nicht geradeaus weiter. Ist auch schon vorbei. Oh, jetzt hier Steigung. Oha. Oha. Jetzt bei der Steigung. Jetzt merkt man richtig das Gewicht, was man hinten dran hat. Langsamer fahren hier. Das Spiegel nochmal anmachen. Oh, 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 oh. Wir kommen hier, glaube ich, schon an die Leitplanke. Müssen ein bisschen Abstand halten hier. Und links hoffentlich berühren wir jetzt nicht den LKW hier. Ah, hier ist alles abgesperrt worden. Jetzt können wir wieder 60 fahren. Aber ich bleibe jetzt mal, ich blockiere jetzt einfach mal beide Spuren, weil ich kann hier nicht nach rechts fahren. Das geht hier nicht. Ich habe hier keinen Platz rechts. Jetzt muss ich beide Spuren hier machen, das geht sonst nicht.
Weil nur die rechte Spur, wie gesagt, wenn ich jetzt hier rechts fahre, dann komme ich direkt gegen die Leitplanke. Entschuldigung. Was haben wir? Die Fracht ist zwischen den... Ja. Na gut, dann fahre ich jetzt hier rechts ran. Dann muss ich halt hier so dicht wie möglich hier. Aber wie gesagt, normalerweise, wenn ich das jetzt so sehe, berühre ich jetzt schon die Leitplanke. Aber wenn das so sein soll, dann ist das so, ne? Jetzt müssen wir nach rechts. Ja, muss immer zwischen den Begleitfahrzeugen sein. So. Rot ist scheißegal. Du bleibst mal schön stehen hier, mein Freund. Unfall verursacht, genau. Oh, 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 oh. Ich sag ja, da kommen wir nicht weiter. Ich sag das doch. Ach, Mensch. Jetzt kommen wir nicht zurück. Na geil, Alter. Gibt's keinen Rückwärtsgang hier, oder was? Ja, geil, Alter. Komm nicht mehr zurück. Ich häng da jetzt direkt drauf, ne? Na super. Der hängt da direkt. Den kriege ich nicht mehr zurück. Ja, genau. Ja, super. Ja, läuft. Läuft auf jeden Fall. Jetzt hängen wir hier an diesem ollen Ding dran, ne? Ja, und haben noch einen Unfall verursacht. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe mal, dass wir da irgendwie wieder runterkommen. Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Kriegen wir nicht mehr bewegt, der hängt da jetzt voll drauf. Das läuft. Der dreht ja auch durch. Ich kann höchstens hier versuchen. Guck mal gerade, welche Taste das hier war. Jetzt habe ich den Motor ausgemacht. Welche Taste war das jetzt hier? Ich glaube, wir können hier vielleicht noch... Guck mal gerade. Aktion. So, Motorbremse, Feststellbremse, Motorbremse rückwärts. Wir könnten hier Differentialsperre, V. Mal schauen. So, Differentialsperre. Kriegen wir ihn aber auch nicht bewegt. Bewegen wir den jetzt? Kommt er überhaupt einen Zentimeter zurück? Ich sehe das nicht. Ne, kommen wir gar nicht mehr zurück, ne? Ich glaube, wir kommen nicht einen Zentimeter mehr vorwärts. Und der da hinten, der steht ja sowieso komisch. Ich glaube, da hinten. Ja, tut mir leid, Leute. Ist natürlich schade. Guck mal gerade, ob ich hier Abschleppdienst rufen kann. Ja, lässt sich kein Abschleppdienst. Ja, läuft. Ne? Ja, dann muss ich den Auftrag hier leider abbrechen. Ja, der hupt schon. Läuft, Leute. Vorwärtsfahren geht auch nicht. Wir kommen nicht mehr vorwärts. Ja, gut. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Break an der Stelle. Schade, dass wir jetzt die Mission nicht abschließen konnten. Bisschen schade. Finde ich echt schade. Dass er jetzt hier echt wegen so einem kleinen Gelände hier, ja, dass er hier sich raufhängt
klar hätte man ein bisschen Abstand noch weiter halten können, aber ich komme, das macht hier keinen Sinn. Ich komme keinen Zentimeter vorwärts. Ja, ich musste den Auftrag jetzt leider abbrechen, weil ich habe mich da wirklich keinen Zentimeter mehr bewegt, auch mit Differentialsperre nicht oder sonst irgendwas. Ja, wir machen auf jeden Fall nächstes Mal nochmal einen Spezialtransport und dann mit einer anderen Fracht. Und dann muss ich wirklich gucken, wenn dann so eine Kurven sind, dass ich dann ein bisschen weiter aushole irgendwie und ja, nicht da an der Leitplanke oder am Gelände da hängen bleib. Ja, erstmal vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Waterfang. Tschüss.